Hi meine Freunde, heute habe ich was vor. Ich habe einen Hund dabei und ich möchte ihn gerne Kräuter näher bringen und das in sein Essen packen, die gut sind für ihn. Und ich habe schon was gefunden, das ist die Schafgarbe. Charlie, komm mal her, ich habe was für dich. Charlie, hier. Schau mal her. Einzige Blume hier, wie lustig. Die einzige Blume, perfekt. Charlie. Ja, der weiß auch gar nicht, wie gut diese Kräuter sind für ihn. Guck mal, Schafgarbe. Okay, die Schafgarbe packe ich erstmal ein. Ja, schaut mal, das ist aber jetzt was für mich. Das ist der schöne Sauerklee. Der ist wirklich sehr lecker. Da hole ich mir erstmal ein paar raus. Charlie und ich sind auf der Suche nach der letzten Pflanze. Das ist die Brennnessel. Und mal gucken, ob wir die irgendwo hier im Wald finden. Ja, Charlie, hast du schon die Brennnessel gefunden? Ich habe die letzte Pflanze gefunden. Die Brennnessel ist dort oben. Du hast mich gefunden. Weißt du, wo die Brennnessel ist? Ich bin die Brennnessel. Doch nicht hier. Folget mir, Genossen, schaut auf und erblicket den Schatz, ja, das Juwel des Waldes. Was ich gefunden habe, hier hat auch einer versucht, einen Shelter zu bauen. Wie cool. Ist die Brennnessel. Charlie, ich hab's gefunden. Ja, hier. Ja. Das ist die Brennnessel. Die nehmen wir jetzt mit und schneiden die dann schön in dein Essen rein. Schön, ne? Ja, so, jetzt schneide ich das erstmal. Charlie ist sehr neugierig schon. Ja, Charlie, das hilft dir, für deine Magenprobleme wegzubekommen, wenn du welche hast. Es ist gut für deinen Stuhlgang. Es ist für andere Krankheiten vorzubeugen. Ja. Es ist gut für. Was war das denn noch? Für was ist denn noch gut? Stimmt, für dein Wohlbefinden. Das heißt, du fühlst dich automatisch besser, glücklicher. Ich bin voll neugierig, Mercedes Katzen auch einfach so was Cooles zu machen, einfach öfter. Richtig gut machen. Neues Videoprojekt. Für Katzenfutter machen? Mhm. Aus Kräutern? Hm. So, schön. Bisschen Kräuter rein. Mischt man die schön. Ja, so. Boah. Wenn das jetzt nicht Hundefutter wäre, würde ich das auch essen, weißt du das schon? Weil das sieht wirklich lecker aus. Das schön auf dem Brot schmieren oder auf dem Pumpernickel? So, schön. Bitte sehr.
Boah, dann ist es aber weg. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr da was raus lernen könnt, macht das für eure Tiere. Ist wirklich gesund. Ein paar Kräuter pflücken, die Schafgabel war das und die Brennnessel gegen Krankheiten, gegen Magen- und Darmbeschwerden und einfach, es hilft einfach. Lernt da was raus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, vielleicht kommt bald ein Katzenvideo raus.